Hallo, ihr lustigen Überlebenden da draußen und herzlich willkommen hier zurück zu Raft mit dem Mr. Map. Wir bauen hier immer noch unser Flößelein, auch wenn es ein bisschen schwierig ist. Es zickt momentan noch so ein bisschen. Warte mal, irgendwie, das muss ich doch. Das muss doch hier so rangehen, oder? Kriege ich das? Ja, so kriege ich das ran. Wisst ihr, dann ist das jetzt hier einfach unsere Kochecke. Damit kann ich leben. Und wir machen jetzt hier mehrere von den Teilen gleich ran. Weil so langsam aber sicher nervt es mich, dass wir hier Probleme haben die ganze Zeit hier mit dem Wasser. So, hier noch eins hin. Wir müssen jetzt hier gleich erstmal trinken. Denn Durst haben ist gar tödlich. Ist sehr tödlich. Oh, ist der Hai irgendwo? Hui. Ja, da hinten ist er. Sobald du im Wasser bist, kommt er. Der kleine Wicht. Nein! Oh Gott, Gott sei Dank, ich hab's doch nicht fallen lassen. Man kann nämlich Dinge fallen lassen. Das ist nicht so toll, wenn das passiert. Dann hast du Scheiße gebaut. So. Ich baue ja nochmal eins von den Dingern. Und dann ist das hier sozusagen jetzt unsere kleine Kochecke Nummer 1. Haben wir drei Stück jetzt hier immer so am fröhlich brutzeln. Und ich möchte noch einen anderen Brutzler bauen. Den machen wir dann tatsächlich hier hin. Dann ist das die Kochecke. Finde ich persönlich ganz hübsch. Wie seht ihr das? Also ich finde das ganz nett hier. So. Moment. Zack. Dürfte auch sehr warm sein, ne? Ja, was machen wir denn hier hin? Man muss ja mit dem arbeiten, was man hat. Und wir haben hier jetzt natürlich definitiv... Wir könnten jetzt natürlich auch hier zumachen, aber ich mag eigentlich diesen Durchgang. Das gestaltet den Raum so offen. Dann haben wir das Gefühl, wir haben viel mehr Platz. als wir wirklich haben. Moment, andere Dinge, die noch getan werden wollen. Wir brauchen hier nochmal so ein Teil. Zack. Ui, und da kommt wieder ein kleiner freundlicher Kollege. Perfekt daneben geworfen. Gut, wir kamen auch so ran. Ja, wir haben... Okay, ich dachte gerade eben schon, er greift wieder an. Er hat es aber nicht getan. Er war friedlich. Jetzt haben wir eine ganze Menge trinkbares Wasser. Und ich glaube, ich möchte ausnahmsweise mal... nicht sparen. Alter! Gehst du weg! Das Vieh nervt ein bisschen, ne? Aber man kann es halt nicht ignorieren. Ja, 99 muss reichen. Oder soll reichen. Man kann das Vieh halt nicht ignorieren. Denn ansonsten macht es auf Dauer halt echt das Boot kaputt. So, schade, dass es immer wieder nur ins Inventar geht. Ich bin dann halt doch der Fan davon, das so zu machen. Ach komm, ich möchte, dass alle immer voll sind. Ich möchte das so haben. So. Habt ihr gesehen, er hat sogar einen Daumen nach oben kurz gemacht. So, können wir stehen. Yeah, burn, baby, burn. Okay, funktioniert. Leider kann man keine Sitzgelegenheiten bis jetzt craften, keine Betten, das wäre sehr, sehr schön. Tag-Nacht-Zyklus wären sehr, sehr geil. Aber ich hoffe, das kommt alles noch. Ich werde auf jeden Fall auch später nochmal zu diesem Spiel zurückkehren, um zu schauen, ob das dann implementiert worden ist. So, Moment, halt, ich könnte mal ganz, ganz kurz mal was essen. Was will ich eigentlich jetzt hier machen? Ich glaube... Ne, warte mal, wir machen jetzt Folgendes. Ich muss mir das ganz, ganz kurz mal anschauen. Ich glaube, so ist das Beste, ne? Ja, so funktioniert das System. Kann ich da jetzt noch einen Floor hinbauen? Geht das? Oder zickt das Spiel dann... Dann zickt das Spiel schon. Okay, dann muss ich es anders machen. Dann brauche ich hier eine Säule, einen Säulerich. Und jetzt haben wir tatsächlich hier Balkonien gegründet. Unser Königreich Balkonien. Da geht's nicht hin.
Aber wir können jetzt tatsächlich irgendwie. Hier schweben wir jetzt auch schon tatsächlich über dem Wasser. Mir gefällt's. So, hier geht nichts, hier geht auch nichts. Wir haben jede Menge Kartoffeln. Ich möchte das natürlich jetzt hier ausnutzen. Und zwar, ich weiß, oh Gott, wir haben kein Holz. Ich weiß, das ist eigentlich ein Nachtschattengewächs. Also Kartoffeln sind ein Nachtschattengewächs. Wir brauchen das eigentlich nicht unbedingt so sonnenstark. Oh Gott, uns fehlt ja immer noch Holz. Auf jeden Fall sehen wir es schon deutlich weiter und wir können auch von hier oben werfen, wie ihr seht. Ah, okay. Wir ziehen es sogar bis zu uns hoch. Ah, wie weit geht der Haken? Okay, der Haken hat einen Haken, aber ein nicht zu lang genuges Seil. So, finde ich cool, dass wir jetzt hier oben rumstehen können. Ich finde, man zielt ein bisschen leichter. Zumindest ich kann hier ein bisschen besser die Entfernung abschätzen. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber mir geht's so. Dann gucken. Ich habe irgendwie den Haken gerade eben. Ich hatte gerade irgendwie den Haken noch ausgewählt. Ich habe es nicht ganz kapiert. So, jetzt kann ich endlich nicht craften, weil mir immer noch Material fehlt. Das ist der Wahnsinn. So, ich möchte jetzt hier endlich hier genau das Blumenbeet oder den Crop Plot craften. Und den tun wir einfach mal dahin. Und jetzt nehmen wir Kartoffeln. Man kann bis zu 3 Kartoffeln da rein tun. Plant Seed. Und dann wachsen jetzt hier gleich 3 kleine Pflänzlein. Man sieht jetzt hier auch schon gleich die Schösslinge. 1, 2, 3. Und jedes von diesen Dingen, also jede Kartoffel, bringt euch im Grunde dann wieder 2 Kartoffeln. Also im Grunde eine Verdopplung für nichts. Ihr müsst nicht mal bewässern zurzeit. Wobei ich das Gefühl habe, dass das eventuell irgendwann sich auch nochmal ändern könnte. Und jetzt möchte ich euch auch noch das andere zeigen. Komm, put, 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 put. Sehr schön, hier kommt noch mehr Holz. Ich möchte dich erstechen, Holz. Nein, möchte ich nicht. Ich finde Holz. Den ja aber. Hau ab! Das ist meine Treppe nach oben. Oh, fuck, ey. Ich glaube, das hat dem Ding nicht gut getan. Da. Na toll. Hab ich mich gerade eben gefreut, dass wir genügend Holz hatten, um was zu bauen. Und dann war es schon wieder darum geschehen. Das ist hier drin. Haben wir genügend Holz? Wir haben 6, wir brauchen aber 8. 6 reicht uns nicht. Das reicht uns nicht. Aber da kommt ja noch ein bisschen was. Warte mal, wir wollten doch mal testen, was passiert, wenn wir den Hai mit dem Haken treffen. Dafür locken wir ihn erstmal ein bisschen an. Kommt zu Papa, kommt zu Papa. Und da ist er. Ich habe ihn verfehlt. Ich bin so ein Profi. So, wir versuchen das Ganze nochmal. Gar nichts. Okay. Wir können ihn nicht treffen. Das ist eine gute Information. Das heißt, das müssen wir auch nie wieder wiederholen. So. Was? Ich hatte das Gefühl, ich höre Dinge. Wie so ein Echolot. Es könnten aber auch einfach nur Möwen sein. So, ihr seht, wie schnell das Zeug wächst. Wir können die jetzt schon ernten. Wir können die jetzt schon ernten. Ich mach. Warte mal, ich kann es euch mal kurz mal zeigen, wie viel wir haben. Wir haben exakt 8 Stück. Jetzt, wenn ich alle 3 nehme, ihr seht, es kommen jedes Mal 2 Kartoffeln dazu. So. Aber wir haben natürlich auch noch andere Dinge. Zack, jetzt haben wir diesen. Das Ding hier ist total mega geil, lächerlich. Zack, damit können wir jetzt tatsächlich eine Kokospalme pflanzen. Ein einziges Ding rein. Und jetzt müssen wir das Ganze hier mal beobachten. Da kommt jetzt ein winzig kleiner Schössling und das ist total geil. Das ist so gelöst, dass dieses Ding jetzt schon aussieht wie die große Palme, nur in winzig klein, die sie später sein wird. Das Ding wird nachher genau das hier ausfüllen. Und man kann jetzt hier tatsächlich daneben stehen. Es wächst mit konstanter Geschwindigkeit. Jetzt momentan sieht man das natürlich noch sehr, sehr eindeutig, wie das Wachstum stattfindet. Aber umso größer das Ding natürlich wird, desto weniger sieht man es. Aber ich habe es mal eine Weile beobachtet. Also es wächst mit konstanter Geschwindigkeit. Einfach weiter, 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 weiter. Die Kokosnüsse sind auch schon dran. Wir können es, glaube ich, von hier sogar noch ein bisschen besser sehen. Faszinierend, oder? Also ich finde es cool. So.
Wir haben schon wieder Durst, aber ich möchte jetzt natürlich doch das Zeug haben. Das Lustige ist eigentlich an der Stelle, wo wir uns jetzt im Spiel befinden, haben wir es eigentlich schon geschafft. Also da ist nicht mehr so viel Schwierigkeit. Wir haben eigentlich jetzt alles, was das Spiel uns zu bieten hat, schon gesehen. Das Einzige, was wir jetzt noch machen könnten, ist zu versuchen, noch ein bisschen weiterzubauen, zu überleben. Gibt auch noch keine Achievements oder sowas. Ich hoffe, das kommt alles mit der Zeit noch. Ich habe auch keine Ahnung, ob das Spiel irgendwann mal als Steam-Spiel released wird. Greenlight, keine Ahnung. Wird sich irgendwann zeigen. Apropos zeigen. Ich möchte natürlich jetzt hier auch noch. Einfach weil wir jetzt. Ja, wir haben gerade eben jetzt nicht mehr so viel zu tun. Warte mal, Pillar. Es gibt eigentlich keinen Grund, das nicht zu tun. Wir können jetzt einfach noch ein bisschen bauen. So, seht ihr, wir können jetzt hier fröhlich weiterbauen. Hier geht jetzt momentan natürlich es nicht weiter. Und hier geht es ja sowieso nicht weiter. Also wir haben jetzt hier so ein. Oh, guck mal, da wächst unser fröhliches kleines Teil. Wir könnten jetzt hier natürlich noch mehr von diesen Crop-Plots bauen. Müssen wir aber nicht. Wir könnten jetzt hier anfangen, hier das hier alles oben fröhlich zuzubauen. Warte mal, ich glaube, wir könnten eigentlich mal anfangen, sogar wirklich ein crazy Building hier hinzustellen, oder? Ich meine, warum nicht? Warum nicht total bekloppt bauen? Wo wir gerade eben schon da sind, ne? Oh, geilo. Ah, da fehlt jetzt wieder ein Material. Wir haben kein Holz mehr. Ups. Wupp, 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 wupp. So, Wasser wieder eingesammelt. Hallo, mein Freund! Du bist mein Abendessen! Ja, okay, jetzt noch nicht. Er war noch nicht so weit. Kann man auch verstehen, das ist schon eine sehr, sehr große Veränderung im Leben, wenn man zum Abendessen wird, ne? Also, vor allem, wenn man eigentlich gedacht hat, dass es andersrum ist. Da kann ich schon verstehen, dass man erstmal sagt, nö, darüber möchte ich nochmal nachdenken. So, ich hoffe, dass irgendwie später auch noch mehr Sachen kommen, die man craften kann. Stühle, Tische, Schränke. Vor allem, oh, ganz, ganz wichtig. Ihr seht jetzt schon, wir haben hier ein riesiges Problem mit Metall. Es gibt keinen Grund, noch mehr Metalldinge zu bauen, denn wir haben ja im Grunde schon alles gebaut. Noch mehr von diesen Dingern bringen uns auch nicht wirklich was. Also, im Großen und Ganzen, kann ich jetzt hier wirklich weg mit? Ihr seht, wir werfen das in Form von kleinen Fässchen einfach ins Wasser. Und sobald etwas im Wasser ist, ist es für immer weg. Ihr müsst aufpassen. Sobald es im Wasser liegt, ist es für immer verloren. Interessanterweise, obwohl diese Dinge hier durch das Wasser überhaupt zu uns hergekommen sind, das sind die großen Mysterien des Lebens, warum das ausgerechnet so geht. Wenn es im Wasser liegt, kein Problem. Wenn es ins Wasser fällt, ist es im Arsch. Das ist, ja, muss man erstmal kapieren. Da wird es sicherlich in der Zukunft Philosophen geben, die sich darüber den Kopf zerbrechen werden. So. Warte mal. Wie mache ich das jetzt? Eigentlich kann ich das ja sogar so machen. Na? Hallo? Hallo? Okay. Gut, denn dann können wir jetzt. Ich vergesse immer wieder, dass es hier diese zwei verschiedenen Systeme sind. Genau, jetzt können wir nämlich tatsächlich hier so hochlaufen. Ich mag das. Das ist lustig. So, dann müssten wir uns jetzt bloß noch überlegen, ob wir es irgendwie auch noch in diese Richtung schaffen. Also unser crazy Boot. Wisst ihr was? Ich glaube, ich baue hier oben dann sogar tatsächlich noch jetzt hier einen ordentlichen Raum hin, oder? Ich meine, also das ist unser Aussichtsraum. Ich finde, das haben wir uns verdient. So. Ich finde das schön hier, wenn wir das so haben. Jetzt brauche ich natürlich wieder Holz. So. Dann müssen wir eigentlich auch fast hier noch Wände hinziehen. Weil sonst wird das irgendwie ein bisschen weird. So, meins und meins. So. Ich glaube, eine Folge mache ich noch. Nach dieser. Und ihr habt dann die Gelegenheit, eure Meinung mal kundzutun. Was ihr davon haltet. Ich meine, ihr müsst es euch jetzt natürlich noch nicht kaufen. Das Spiel ist wirklich in einem mega frühen Stadium der Entwicklung. Viel mehr geht da noch nicht als das, was ich euch bis jetzt hier zeige. So.
Zack, zack. Ich könnte natürlich jetzt auch sehr viel größere, luxuriöse Räume machen. Das könnte ich. Komm, 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 das kriegen wir doch. Warte mal, kann ich das auch von hier oben? Oh, Baby, ich liebe das hier. Und, kriegen wir's? Yes! Geilo! Nom, nom, nom. Übrigens, wir bekommen interessanterweise auch dann Nahrungsmittel zugesprochen. Ich nenne es mal zugesprochen. Wenn wir. Beziehungsweise Getränke zugesprochen. Entschuldigung. Also, wir bekommen auch Wasser, wenn wir essen. Also, es ist nicht so wie bei manchen Spielen, dass man dann noch mehr Durst bekommt, sondern die gehen hier einfach davon aus, was ja auch korrekt ist, dass man durch das Essen auch Flüssigkeit zu sich nimmt. Es sei denn, ihr esst den ganzen Tag nur Chips-Cracker. So, warte mal, dann machen wir das hier tatsächlich in diese Richtung ein bisschen luftiger. Tück, tück, tück. Da geht's schon wieder nicht, weil uns wieder Holz fehlt. Es ist der Wahnsinn. Wir haben einen eklatanten Holzmangel. Oh, ich war sogar kurzzeitig unter Wasser. Das ist interessant. So, finde ich voll geil. So ein lustiges Konstrukt hier. Zack. Und wir brauchen natürlich auch hier dann. Oh, guck mal, wer da kommt. Guck mal, wer da kommt. Der olde Stinkstiefel ist schon wieder da. Er ist schon wieder tot. Wir haben noch nicht mal das andere Fleisch von ihm. Also das Haifisch. Ist ja eigentlich auch ein Fisch, ne? Also ist es immer noch Fisch. Haifisch. Ich sage es trotzdem, wir haben immer noch nicht sein anderes Fleisch gebrutzelt. Beziehungsweise zu uns genommen. Und es ist schon wieder Neues da. Also wie gesagt, wenn der Punkt erreicht ist, an dem wir momentan sind, ist das Spiel momentan erstmal herausforderungsarm geworden. Und man kann fröhlich freibauen. So wie wir es gerade eben machen. Einsammeln. Das Zeug. Also es geht auch schon fast so leicht, wie das jetzt hier gerade eben alles so geht. Ne? Man kann aktiv sammeln, muss aber nicht unbedingt. Ach, das konnte ich euch noch zeigen. Genau. Jetzt müssen wir gucken. Wir bekommen nämlich jetzt auch dadurch Holz. Das ist der Oberhammer. Halt! Bleib da! Kokosnuss gefangen. Meine Kokosnuss gefangen. Die kann man auch essen und trinken. Sehr gut. Wir haben jetzt einiges dadurch bekommen. 10 Holz. Und wir machen einfach zack. Rein damit. Dauert halt eine Weile. Man kann das Ding erst abbauen, wenn es komplett fertig ist. Wir haben auch so viele Kartoffeln. Nom, nom, nom. wir brauchen jetzt hier wieder einen Pillar. Der kommt in die Mitte. Und ich hoffe, dass wir jetzt dieses Mal frei bauen können. Es sieht besser aus. Yeah! Das hier ist unser Haus. Und also so rein von der Statik her, sage ich jetzt mal, würde ich jetzt dem Ding hier nicht allzu viel zutrauen. Aber in diesem Spiel funktioniert's. Es funktioniert. Und das ist ja das Wichtigste. So, Moment. Wie mache ich das jetzt hier? Hier. Da kann ich es komischerweise nicht hinmachen. Da kann ich hinmachen. Das ist komisch. Es fehlt schon wieder Holz. Kann man einsammeln. So. Wir werden einfach beim nächsten Mal gucken. Also, wie wir das noch weitermachen. Leider können wir, glaube ich, keine Ding machen. Oh, warte mal. Okay, wir müssen es mit dem Haken machen. Ich glaube, das Spiel wäre sehr viel aufregender schon von Anfang an, wenn man den Haken erst selber craften müsste. Was man ja auch kann. Moment, ich zeige es euch kurz. Ne, wir können ja den Haken selber craften. Bloß momentan jetzt in diesem frühen Stadium. Also ich schätze mal, dass man das später auch noch muss. Weil dann müsst ihr euch auch wirklich ins Wasser hineinwagen. Und dann wird es auch ein bisschen spannender. Ach schade, ich kann ja gar nicht. Aber da kann ich. Ja, wenn ich. Nö, dann haben wir hier. Dann haben wir hier kein Geländer. Bin schon beleidigt. Also es ist manchmal ein bisschen komisch, dass man Dinge manchmal bauen kann und manchmal nicht. Und ich glaube, in der nächsten Folge, Leute, wenn die nächste Folge endet, dann machen wir mal den ganz, ganz fiesen Test. Was passiert, wenn ich dieses Ding hier umschlage?
Den Test machen wir noch. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut bis dahin. Schöne Zeit. Tschüss und ade.